Hallo zusammen, iZocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut bitte in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video geht es um die Quest Höhlenmedizin anzunehmen bei Fährtenleserfall Zisch. In der Sturmgipfel, an dieser Position, also in dieser Höhle hier, hat ein Wieseneingang. Vorquest war der vermisste Fährtenleser. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Das Video sollte euch aber auch in Biotelka Classic helfen. Hier müssen wir jetzt eine Giftwiese finden, normalerweise von diesen Mobs. Und wir müssen Pilze sammeln. Die habt ihr schon gesehen, das sind diese Teile hier. Sind in der gesamten Höhle verteilt. Wie es aussieht. So, ich will aber die Giftdrüse. Keine Giftdrüse. Na gut, Wölfe haben sowieso keine Giftdrüse. Ich laufe mal weiter ins Questgebiet. Denn vielleicht haben nicht diese normalen Jormungar die Giftdrüse, sondern andere. Vielleicht gibt es bösere, wildere, giftigere. Und die haben die Giftdrüse. Mal schauen. Ja, wie ihr seht, Pilze gibt es wie Sand am Meer oder wie Pilze im Wald. Auch eine Giftdrüse, okay. Ich glaube, hier ist noch jemand am Questen. Normalerweise sollten hier viel mehr Mobs sein. Nö. Die Mobs kämpfen gegen die Wölfe. Giftwiese. Doch, die Mobs. Verseuchender Jormungar. Die haben diese Giftwiesen. Jetzt brauche ich noch ein paar Pilze. Da ist nichts, da ist nichts. Ich laufe mal zurück. Ah, hier. Schön, hat doch gut geklappt. Da geht's hier lang. So. Wie geht's? Quest ist abzugeben bei Fährtenleserfall Zisch. In der Sturmgipfel, an dieser Position, also in dieser Höhle, nochmal der Hinweis. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!